Nubert Review. Deswegen ist hier auch alles wieder gelb hinter mir. Große HiFi-Verstärker sind nun mal geil. Jeder HiFi-Head weiß das. Aber auf einem Schreibtisch nehmen die einfach zu viel Platz weg. Daher habe ich hier heute den Nubert NuConnect Amp X und ich zeige dir, wie er sich in meinem Langzeittest geschlagen hat und ob er möglicherweise auch was für dein Schreibtisch-Setup wäre. Das Problem an einem normalen HiFi-Verstärker ist nicht nur die Größe, sondern man braucht auch ein Interface oder wenigstens eine echt gute Soundkarte, um die Qualität von so einem Verstärker auch wirklich ausnutzen zu können. Ansonsten könnte man auch seinen Anhänger mit Gartenabfällen mit dem Ferrari ziehen. Ist das Gleiche. Geht, aber ist blödsinnig. Und ein zusätzliches Interface auf dem Schreibtisch nimmt neben dem Verstärker auch zusätzlich Platz weg. Also haben wir noch weniger. Das ist kacke. Nubert to the rescue! Neben einigen anderen Features, die das Ding drauf hat und die ich euch in diesem Video zeigen werde, kann das Teil direkt per USB am Rechner angeschlossen und als Interface genutzt werden. Das normale Audio-Interface an sich fällt also schon mal weg. Nice. Und das alleine ist schon mindestens 21,7% des Kaufpreises wert. Mal ganz ehrlich. No-brainer. Und Thema Preis? Das Ding kostet 725 Euro. Ich werde den NuConnect Amp X mit zwei anderen Verstärkern vergleichen, nämlich einem richtig oldschooligen Marantz Modell 1090 Stereo-Verstärker und einem etwas moderneren OnQ 5.1 Heimkino-Verstärker in verschiedenen Kategorien. Design, Ein- und Ausgänge, Klang und extra Features. Und ich bin sogar den extra Kilometer gelatscht und habe den Stromverbrauch dieser drei Dinger gemessen. Und da hat's mich schon weggeflasht. Aber dazu gleich. Thema Design. Wie gesagt, das Ding ist winzig. Dagegen sieht jeder normale andere Verstärker aus wie so ein plumpes Stück Technik aus der Zeit der Erfindung des Rades. Das Gehäuse ist aus schwarz oder wahlweise weiß lackiertem, massivem Aluminium, wodurch die entstehende Wärme ohne aktive Kühlung aus dem Gehäuse transportiert werden kann. Dadurch sind nicht mal Lüftungsschlitze nötig. Der Amp X verfügt auch nur über wenig Bedienelemente, um das Design einfach schlicht zu halten und, seien wir mal ehrlich, in dieser kleinen Kiste ist halt nicht mehr Platz für Knöpfe und Drehdinger, ne? Aber Nubert hat das Ganze klug gelöst, denn wir haben vorne diesen Menüknopf, mit dem wir in alle Menüs kommen und ausgewählt werden die Punkte mit dem großen Drehrad, was eigentlich für die Lautstärke da ist, mit dem man aber auch Menüpunkte durchschalten kann. Durch Druck auf den Knopf wird bestätigt, was ausgewählt ist. Ganz normal, sehr intuitiv. Und dieser Drehknopf, der fühlt sich so richtig nice an. Der hat so ganz softe Rasterungen, also so ein Dididididid, aber halt ohne Geräusche und dafür voll massiv. Also das ist richtig hochwertig, das Teil. Auf der Rückseite wird ziemlich schnell klar, wie klein das Gehäuse wirklich ist, denn da drängen sich sämtliche Anschlüsse dicht an dicht. Wir haben Folgendes: Strom und ein Hauptschalter für den Strom, Lautsprecheranschlüsse, USB, der entweder als USB-Eingang oder als Interface für das HDMI eARC dient. Dann der USB-Typ-B-Anschluss, mit dem der Verstärker als Interface mit dem PC verbunden werden kann. Zwei optische und zwei koaxiale Digitaleingänge. Ein Link-Anschluss für die Ausgabe des aktuell gehörten Signals mit Festpegel und mit 96 kHz und 24 Bit. Dann kann man da zum Beispiel einen Mixer anschließen. Darunter gibt es noch einen analogen Anschluss zum Anschluss eines Subwoofers. Der ist dann natürlich auch mit geregeltem Pegel, der sich verändert, wenn man die Lautstärke am Verstärker einstellt. Ein regulärer AUX-Anschluss fehlt natürlich auch nicht. Und als letztes gibt es noch einen ausgewachsenen Phono-Eingang. Das finde ich obergeil. Bei diesem Anschluss kann man sogar per Schalter zwischen Moving Coil und Moving Magnet wählen. Nubert hat es außerdem geschafft, den Phono-Verstärker im Amp X auf einen Rauschabstand von 106 Dezibel zu trimmen. Das ist eine echte Ansage. Und final natürlich noch eine Masseschraube für den Plattenspieler, um Ground Loops zu verhindern, also Brummen. Das musst du dann da anschrauben und dann brummt das Ding nicht mehr. So, alte Technik in einem sehr neuen Gewand. Finde ich sehr gut. Die beiden güldenen Schraubanschlüsse hier sind übrigens für die Antennen, die einmal Bluetooth mit aptX HD und aptX Low Latency bieten, sowie die kabellose Anbindung anderer Nubert X Modelle, wie zum Beispiel Subwoofer oder kabellose Lautsprecher oder ähnliches. In Sachen Anschlüssen hat der Nubert auf jeden Fall schon mal die Nase vorn. Mein Oldschool Marantz Amp, der hat natürlich auch jede Menge Eingänge, aber das ist alles analog, das ist alles nur Cinch und da ist halt nicht viel mehr drin. Das Ding ist ja auch 700 Jahre alt. Ungefähr. Und der geringfügig neuere Onkyo verfügt natürlich auch über geringfügig aktuellere Anschlüsse. Der hat auch digitale Ein- und Ausgänge, der hat HDMI-Eingänge, wobei die alt sind. Also man kann da ein Bild durchschleifen, maximal HD, glaube ich. Alles, was da drüber ist, da kommt einfach kein Bild mehr. Das ist dafür gedacht, man kann einen DVD-Player anschließen. Dann wird das Signal in den Verstärker geschleift. Da wird dann das Audiosignal getrennt vom Bildsignal und
wird über den Verstärker wiedergegeben und das Bildsignal wird wiederum weitergeschleift an den Ausgang und da wird dann ein Monitor oder Beamer angeschlossen. Ist aber wie gesagt irgendwie sinnlos, weil das Ding nur 720p kann. Es ist halt alt. HDMI eARC zum Beispiel unterstützt das Ding auch nicht. Also wenn ich jetzt wie zum Beispiel beim Nubert einen Beamer anschließe mit HDMI eARC, dann kann ich mit der Beamer-Fernbedienung laut und leise machen und so ein Scheiß. Und der Verstärker geht auch an, wenn ich den Beamer einschalte und aus, wenn ich den Beamer ausschalte. Das funktioniert natürlich mit dem Oldschool Onkyo-Teil nicht. Anschlüsse, die der Onkyo hat, die der Nubert nicht hat, sind zum Beispiel ein Netzwerkanschluss. Der Netzwerkanschluss ist aber an diesem Gerät hauptsächlich dafür da, um das integrierte Spotify nutzen zu können. Das funktioniert schon, aber die Einrichtung davon, die ist ungefähr so einfach wie die Einrichtung einer Wohnung für eine modebewusste Esoterikerin mit gehobenem Anspruch an Feng Shui. Ja, da verbinde ich lieber mein Smartphone per Bluetooth mit dem Amp X und mache am Smartphone Spotify Play und dann geht das über Bluetooth. Hier noch ein kurzes Zitat von der Nubert-Webseite. Die Wireless-Anbindung mit X-Connect erweitert die Möglichkeiten noch um entweder das Empfangen oder Senden von Signalen, die zu unseren Aktivlautsprechern der Nu Pro X-Serie kompatibel sind. Mit dem koaxialen Ausgang kann man Schallplatten digitalisieren und der Sub-Out ermöglicht eine 2.1-Anlage. Dem ist auch großartig nichts hinzuzufügen. Alle Anschlüsse sind massiv, kein Gewackel, Punkte für Design und Anschlüsse kann der Nubert also komplett einheimsen. Kommen wir doch mal zum Klang. Wenn man wegen Dummheit schrumpfen würde, dann wären einige Politiker in etwa so groß wie der Nubert NuConnect Amp X. Das Ding ist nun mal so winzig, dass du ihn nachts nicht mal mit der Taschenlampe findest. Daher kann ja gar nicht so viel Power da drin stecken, ne? Naja, sagen wir mal so, Größe ist eher so David, Power ist eher so Goliath. Dauerausgangsleistung bei 0,5% Oberschwingungsgesamtverzerrung oder auch THD von 110 Watt pro Kanal oder 130 Watt Musikleistung an 4 Ohm pro Kanal. Also ja, der Nubert kann laut, dazu auch gleich nochmal kurz mehr. Aber viel wichtiger ist ja die Qualität von allem, was da hinten rauskommt, ne? Und da hat Nubert sich absolut nicht zurückgehalten und wirklich ordentliche Technik eingebaut. Dazu noch mal ein kleines Zitat von Nubert. Zugunsten maximaler Signalreinheit bleibt der Signalweg so weit wie technisch möglich auf digitaler Ebene. So wird das zugespielte Signal auf kürzestem Wege an einen digitalen Signalprozessor oder auch DSP übergeben, der die Frequenzaufteilung und die Optimierung des Frequenzgangs übernimmt. Auch das Weiterreichen an die Verstärkerbausteine erfolgt digital, sodass maximale Rauschfreiheit und Signalreinheit gewährleistet werden kann. Die digitale Signalverarbeitung bietet neben einem möglichst neutralen Sound auch kleine und feine Anpassungen. Es gibt zum Beispiel den Wide-Modus. Dadurch wird die Bühne virtuell vergrößert, heißt Stereosignale werden super räumlich wiedergegeben. Und natürlich gibt es auch eine Loudness-Schaltung, die den Sound im Bassbereich bei leiser Lautstärke ein wenig aufbläst. Und einen Equalizer finden wir in den Einstellungen selbstverständlich auch. Und der folgt selbstverständlich auch der Nubert-Klangwagen-Philosophie. Das bedeutet, die Einstellung dieser einzelnen Bänder erfolgt so, dass die Gesamtcharakteristik der Lautsprecher sowie der wiedergegebenen Signale nicht verändert wird. Hören wir uns doch mal kurz im Unterschied an, wie die ganzen Verstärker, die drei, die ich hier habe, in der neutralsten Einstellung, also alles irgendwie auf Null, sich unterschiedlich verhalten.
Mir ist aufgefallen, dass gerade der Marantz typisch amerikanisch klingt. Fette Bässe, muffige Mitten ein bisschen, imposantes Gesamtklangbild. Und das, obwohl ich alles auf neutral gestellt hatte. Kann man, wenn man auf den Sound des amerikanischen Verstärkers steht, natürlich auch im Nachhinein reindrücken. Man kann die Loudness-Schaltung aktivieren und man kann den Bass und die Mitten und Höhen separat regeln und man hat den zusätzlichen Equalizer auch noch. Also man kann den Sound mit dem Nubat extrem weitläufig anpassen und dann natürlich auch den Bass so weit aufdrehen, dass die Scheiben wackeln, wenn man das möchte. Um vergleichbare Ergebnisse zu bekommen, habe ich vor dem Test jeden Amp so eingestellt, dass er mit einem kontinuierlichen White Noise Geräusch 100 Dezibel an den Lautsprechern per Messgerät ausgibt. Und interessant war hier, ich musste den OnQ auf volle Kanne aufdrehen und dann hat er nicht mal die 100 Dezibel wirklich geschafft. Der Nubat und der Marantz hingegen, die haben das relativ locker weggesteckt mit, keine Ahnung, 80-90% Leistung. Diese Info ist jetzt aktuell noch nicht wichtig, aber dann für den letzten Test solltet ihr das auf jeden Fall im Auge behalten oder im Kopf, weil diese Lautstärke, maximale Lautstärke-Auslastung, die wird gleich nachher nochmal wichtig. Der Nubat hat auch noch einige extra Features, die nicht jeder andere mitbringt. Zum Beispiel X-Room Calibration. Damit kann man Laufzeiten und Raummoden etwas minimieren. Das bedeutet, man hat ein Handy. Bei Android brauchst du so einen kleinen Dongle, damit ein geeichtes Mikrofon da die Geräusche aufnehmen kann. Und bei Apple geht das ohne diesen Dongle, weil bei Apple die Mikrofone von Haus aus alle gleich sind. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Dann kannst du die Laufzeiten, wenn die Lautsprecher unterschiedlich weit entfernt sind, anpassen und entstehende Raummoden, zum Beispiel wenn jetzt die Lautsprecher zu weit in der Ecke stehen oder zu weit weg von einer Wand oder dass sich halt Raummoden bilden, ich gehe jetzt da auf das Thema nicht weiter ein, dann kann das über den DSP kompensiert werden. Und das funktioniert mit X-Room Calibration. Sehr geil. Dann gibt es noch Multi-Room. Wir haben ja vorhin schon erwähnt, das Ding kann kabellos Lautsprecher ansteuern. Stellst du dir einfach in die Küche zwei kabellose Nubat-Lautsprecher aus der X-Serie und dann kannst du die als Multi-Room betreiben, also Lautsprecherpaar B oder A. Kommen wir doch mal zum letzten Test, dem Stromverbrauch. Und da habe ich wirklich nicht schlecht geschaut. Sehen wir doch mal nach, wer hier die Nase vorn hat. Der Amp X ist in nahezu jeder Disziplin
jedem meiner anderen Verstärker überlegen. Nicht nur, dass er kleiner ist und sich dadurch nahtlos auf meinem Schreibtisch einfügt, er bringt auch noch alles andere mit, was man von einem Vollverstärker erwarten könnte. Leistung satt, einfache Bedienung, maximale Anschlussmöglichkeiten, geiles Design und verschiedene Möglichkeiten, den Klang anzupassen. Praktische Features wie HDMI, eARC runden das Paket gekonnt ab. Der Stromverbrauch ist im Standby von den drei Geräten zwar tatsächlich mit 1,5 Watt am höchsten, aber immer noch sehr gering. Eine kleine Sache ist mir jetzt am Schluss noch aufgefallen, nachdem ich mal mich hingesetzt habe und eine ganze Weile lang Schallplatten gehört habe, hat sich das Ding auf einmal ausgeschaltet. Und es stellt sich raus, es ist der Energiesparmodus. Irgendwie erkennt der Nubert Amp nicht, dass da gerade ein Signal eingespeist und abgespielt wird. Und geht deswegen in Standby-Modus. Kann man ganz einfach umgehen, indem man die Auto-Abschaltfunktion deaktiviert. Man sollte dann halt nur nicht mehr vergessen, das Ding auch wirklich abzuschalten, wenn man es nicht mehr braucht. Ist irgendwie ein komischer Flaw. Im laufenden Betrieb allerdings und bei normaler, moderater Lautstärke verbraucht das Ding gerade mal irgendwo zwischen 15 und 20 Watt. Das ist nix. Da verbraucht die LED-Beleuchtung in manch einem Gaming-PC schon wesentlich mehr. Verglichen mit dem Onkyo, der unter Volllast, was er ja braucht, um die entsprechende Lautstärke zu generieren, wie wir festgestellt haben, der verbraucht schon weit über 200 Watt. Und der Nubert mit derselben Ausgangsleistung in Dezibel, also gleich laut, unabhängig davon, wie die Verstärker innen drin funktionieren, verbraucht in dem Moment irgendwas um die 40, 50 Watt. Also ein Viertel der Leistung. Gut. Der Onkyo ist ein Surround-Verstärker, höre ich jetzt die ersten schon tippen. Und da sind natürlich 6 Endstufen drin, weil ist ja 5.1. Ja, aber nein, weil ich habe den Verstärker in den Pure-Stereo-Modus geschalten. Was meines Verständnisses nach bedeutet, es werden nur vorne links und vorne rechts als Verstärker benutzt. Alle anderen Verstärker werden abgeschaltet, weil da kommt ja auch kein Signal raus. Und das klickt ja auch, wenn man da drauf drückt. Also werden die Verstärker, die Stufen tatsächlich physisch abgeschaltet. Und selbst wenn da nichts verstärkt wird, weil wenn da Lautsprecher dran sind, dann kommt da kein Sound raus, dann kommt da nichts raus und dann kann da auch keine Leistung verbraten werden. Zumindest nicht 150 Watt mehr als beim Nubert. Das ist krass. Auch der Marantz, der ja aus der prähistorischen Dinosaurier-Audio-Zeit kommt, selbst der verbraucht viel weniger. Und beim Marantz ist natürlich der Standby-Betrieb ist ja eigentlich komplett vom Netz getrennt, weil da drückst einen Schalter und dann ist das Ding aus. Dann verbraucht er nichts mehr. Ist klar. Der Standby-Verbrauch vom Onkyo ist tatsächlich auch noch weniger als der vom Nubert. Und der Nubert mit 1,5 Watt immer noch wenig, aber am meisten im direkten Vergleich. Und wie gesagt, wenn man das HDMI-Ding absteckt und deaktiviert, dann sollte der Verbrauch nochmal runtergehen. So, Fazit. Der Nubert NuConnect MX bleibt also auf jeden Fall hier, auch wenn Nubert ihn inzwischen längst zurückhaben will. Das Ding ist nämlich, ich habe das gar nicht mehr in der Hand, weil der Nubert erfüllt ein weiteres Kriterium, was ihn eigentlich unschlagbar macht. Und zwar den WAF. Das ist der sogenannte Wife Acceptance Factor. Das bedeutet, dass er das Kriterium erfüllt, dass er von der Ehefrau oder von der Freundin akzeptiert wird, weil er nicht riesengroß ist. Und weil er nicht ewig viel Platz wegnimmt. Und weil er nicht aussieht wie ein Baustein von einem Hausbau. Das ist akzeptiert in der Frauenwelt. Der Wife Acceptance Factor ist hier 100%. Und so ist es auch bei mir. Meine Frau hat gemeint, der passt so gut zum Beamer. Wenn ich den Beamer einschalte, geht das Ding mit an. Und ich kann mit der Beamer-Fernbedienung laut und leise machen. Und der ist so schön klein. Und er funktioniert einfach. Und er klingt super. Und ich habe überhaupt keine Wahl. Wenn Nubert das Teil zurückhaben will, muss ich einen kaufen. Also, ihr versteht mein Dilemma. Und wenn ich jetzt tatsächlich einen kaufen muss, dann brauche ich ein paar Einnahmen. Und die habe ich nicht. Und hier wird es schwierig. Aber vielleicht könnt ihr mich ja da ein bisschen unterstützen, ne? In der Videobeschreibung findet ihr nämlich Links zu allem möglichen Kram, den ihr vielleicht haben möchtet. Wie zum Beispiel den Nubert NuConnect Amp X. Und wenn ihr darüber kauft, dann unterstützt ihr mich mit der maximalen Kraft eurer Klicks. Also, wenn ihr Bock auf das Ding habt, kauft das über den Link. Das kommt dann über Amazon, aber Nubert wickelt das alles ab. Die verkaufen das nur auf Amazon als Plattform. Der Versand, die Rückabwicklung, wenn irgendwas ist, Garantie, wird alles von Nubert selber übernommen. Da hat Amazon überhaupt nichts damit zu tun. Die sind in der Situation nur die Plattform. Und hatten den Vorteil, dass ich ein bisschen Provision kriege. Wenn ihr also jemanden kennt, der so ein Teil haben will, oder wenn ihr selber so ein Ding haben wollt, so ein Nubert-Teil, nutzt den Link. Damit würdet ihr mich tierisch unterstützen. Ich glaube, es ist klar, dass das Ding eine klare Empfehlung von mir hat. Auch wenn er 725 € kostet, was echt nicht geschenkt ist für so ein kleines Ding. Aber er ist es halt wert. Das ist der Punkt. Der Nubert NuConnect Amp X ist sein Geld absolut wert. Das ist
hochwertig, das Ding. Das kann was. Das hält. Das funktioniert auch in 30 Jahren noch oder in 50, so wie der Marantz. Genau, also ich hoffe, ihr wisst nun Bescheid über den Nubert Nu Connect Amp X Mini-Verstärker. Und wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt laut und cremig. Und ciao.